Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Gas Station Simulator. Und ja, wir wollten jemanden einstellen und wir haben immer noch die Wahl zwischen Matthew und Jan. Und naja, seine Beschreibung passt so ein bisschen zu seinem Namen. Jan! Ein Nörgler durch und durch. Der Mann ist Mitte 40 und bereitet sich langsam auf den Ruhestand vor, obwohl er offen zugibt, dass er sich nicht auf diese Zeit freut. Rumsitzen und zusehen, wie die Farbe trocknet, sei deutlich weniger aufregend, als etwas aus seinem Leben zu machen, sagt er. Er ist dafür bekannt, dass er sich beschwert und einen sehr säuerlichen Sinn für Humor hat. Aus den Unterlagen geht hervor, dass er verheiratet war und sich scheiden ließ. Er kommt nicht gut mit anderen aus, aber er sagt offen, dass er keine Lust hat, mehr mit Menschen zusammen zu sein, als es beruflich notwendig ist. Und wir haben Matthew Smith. Der ist quasi, ja, ein Doctor Who quasi. Der sieht auch so aus. Er ist von durchschnittlicher Größe und Gewicht, arbeitet in einem durchschnittlichen Job für seine durchschnittliche Ausbildung in einem durchschnittlichen Alter, in dem man auf den Arbeitsmarkt kommt. Es ist nicht unangenehm, mit ihm zu sprechen, aber viele Kollegen beschreiben ihn als normal bis hin zu langweilig. Zu seinen Hobbys gehören Golf, Autorennen, Autos und Filme. Er hat keinen besonderen Musikgeschmack. Seine Arbeitsleistung ist durchschnittlich. Einige Leute bemerken, dass der Mann unmöglich durchschnittlich bis hin zu unrealistisch ist. Matthew selbst stimmt diesen Behauptungen weder zu, noch bestreitet er sie. Er wirkt ambivalent. Ja, er wirkt überflüssig. Wir nehmen natürlich Jan! Aus dem einfachen Grund, weil immer wenn wir seinen Namen aussprechen, Jan! Muss ich schreien. Da sind sie, meine 6 Angestellten. 3 arbeiten und 3 haben Pause. Ja, würde ich mal sagen. Mayumi chillt hier echt ihr Leben. Die hat nichts zu tun. Ah, gut. Zeitung. Oh, 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 wir werden endlich mal... Boah! Boah, ich muss Zeitung nachbestellen. Das gibt's nicht. Alkohol muss ich definitiv nachbestellen. Ja, gleite an mir vorbei. Slide like an eagle. 13 Uhr. Mal gucken, ob die Produktdinger Toppi brauchen wir. Kaufe ich gleich 2. Und Betty? Nein. Den kaufen wir auch gleich 2-mal. Die anderen sind mir zu teuer. Kreis. Ja, Kreis können wir nehmen. Oh, Ballies sind fast alle. Chunky-O haben wir noch. Aber ich hätte gerne mal wieder Chips, aber sorry. Mal sehen, was gibt's denn an Alkohol? Cerveza. Ja, Fuchon. Ja, klar. Chevrons haben wir noch. Nehmen wir trotzdem. Mal sehen, was gibt's denn zu rauchen? Menthol. Menthol und haufenweise Kautabak. Mmm, yam, 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 yam. Haut rein, Leute. Oh, oh, Eis. Moment, Bold Berries brauche ich nicht. Rainbow Stick haben wir auch noch. Oh, ich glaube, das ist so eine Art Magnum. Autopflege, mal sehen, Superschein, haben wir 15. Interior Clean, Wheel Cleaner. Ja, komm, können wir noch mal ein bisschen ordern. Zeitung. Bohem Daily. Sport. Irgendwelche News haben wir noch? Haben wir noch? Ah, gut. Bestellen wir die trotzdem, weil sie billig sind. Ist ja nicht so, als wenn das Tageszeitung wären. Nein, nein, nein. Den Hut haben wir nicht mehr. Den haben wir noch. Den haben wir nicht mehr. Gehörnter Hut. Mal sehen. Vintage Glasses. Haben wir alles noch? Ah, okay. Teddybären. Oh. So, und... Oh, damit komme ich wahrscheinlich way over Budget. Blueberry Muffin haben wir noch, haben wir noch, haben wir alles noch an. Muffins, Spielzeuge, Zebra-Toy. 3 Stück. Bär-Toy. Giraffen. Oh. So, 8-mal. Gucken wir mal, was haben wir? Okay, die Bestellungskosten sind leicht über, oben drüber. Leicht over the top. Aber nur ein bisschen. Ich meine, okay, Chevrons haben wir noch? Wo gebe ich... Oh, scroll doch mal! Ich muss immer so tun, als würde ich hier... Scrollbalken. Ah, da! Vampik. 1700. Oh, und Saturn. 5, 4,
gucken wir mal, ob wir irgendwie Teddybär 70, Armadillo Plushie, nehmen wir einen mal raus. Zebra-Toy. Ich will unter 2000 kommen. Jetzt scroll ich da auch. Da habe ich überall nur eins von. Chevrons haben wir eigentlich noch, aber... das ist total bescheuert. So. 1887. Ich glaube, das könnte bald... Ich will nämlich ein bisschen Spielzeug, wenn es mal im Angebot ist, ein bisschen aufstocken. Ich glaube, von dem Armadillo nehmen wir einen raus und von dem nehmen wir einen raus. Dann sind wir seit 2016. Das heißt, warten wir noch ganz kurz. Ganz kurz warten wir noch. Ganz kurz. Das hier ist auch schon die letzte Folge für diese Aufnahmesession. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich kriege von Meta immer diese E-Mails, dass auf irgendeinem komischen Gesichtsportal irgendwelche komischen Benachrichtigungen sind. Aber ich gucke da nie rein. Das Einzige, was ich da mache, ist die TBM-Zock-Seite updaten. Mit irgendwelchen News, die ich sowieso auf Twitter poste. Kann man sowieso auf beiden Plattformen sehen. Falls irgendjemand überhaupt bis zu dem Punkt in dieses Video hier kommt, schreibt mal euren favorisierten Social-Media-Dienst in die Kommentare. Also, keine Ahnung. Aber nicht Mastodon. Der Name klingt wie keine Ahnung, als wenn der irgendwo direkt aus dem Darm kommt. Wer nennt denn bitte seine Firma so wie ein... Das klingt so wie Mastdarm. Nein! Oder wie irgendein großer Wal. So, 2012, noch $4. Yes! Woo! Bestellung erfolgreich abgeschickt. Woo! Yeah! Also wirklich, das kann nur einer gewesen sein. Du hast den Müll dahingeschmissen. Na, dann warten wir jetzt nochmal. Das heißt, in dieser Aufnahmesession werde ich jetzt nochmal Regale auffüllen. Und mal gucken. Wir haben ja jetzt schon hier hinten das Basketball-Ding haben wir gekauft. Oh, was ist das denn für ein Sandhaufen? Wo kommt der denn her? Und hier ein bisschen Picknick, aber ich glaube, da müssten wir eigentlich mal aufräumen. Weil unsere Missy im Laden, die räumt hier nicht auf. Aber ich glaube, die räumt hier nicht auf, weil das Deko ist. Die Lampe kann man nicht wegwerfen, gut. Aber, hallo, eine Pizzaschachtel? Daddle-do, Money! Mal sehen, da ist die Tanke und... Plonk. Hüpp. Naja. Der ist da und der ist da. Also wenn man den Winkel gegenrechnet, dann haben beide getroffen. Der eine zu viel, der andere zu wenig. Ja, ist ja gut. Jetzt hupt doch nicht. Tür auf. Mama, Money. Must be funny. gut. Huch, ich hänge an der Tür fest. Hab ich gerade den LKW geschubst? Nö. Dachte, der LKW hätte gewackelt. Oder kann ich den... Nö, die Kisten gehen da auch durch. Boah, wie viel habe ich denn bestellt? Money? Ah, das war's. Ja, that'll do. Money. Tschaußen, grüß deine 11 Frauen von mir und deine 13 Kinder. Nee, Moment. Deine 12 Frauen und deine 11 Kinder, so rum. Ich komme immer durcheinander. Oh, die ganzen Tankdeckel da. Die da leuchten, oder was? Sind das Tankdeckel, die da leuchten? Ja, das sind Tankdeckel, die hier... Sag mal... Was zum... Was? Hä? Hier war... jetzt... Küss mir doch die Nüsse. Was ist denn hier los? Hier war doch noch nicht mal ein Sandsturm. Wo kommen denn die ganzen dämlichen Hügel her? Ah, das kann doch wohl nicht angehen. Das war doch eben hier alles sauber. Und jetzt plötzlich überall Sandhügel. Kaum habe ich Rudi mal rausgepackt. Also nicht das, was ihr jetzt denkt.
Das kann doch wohl nicht angehen. Wo kommen denn die ganzen Hügel her? Haben wir hier irgendwelche mutanten Maulwürfe oder war das los? Ja, ist ja gut. Chill mal. Dots. Hallo? Ich muss hier arbeiten. Hau ab! So. Ah, da noch zwei Hügel. Das gibt's doch wohl nicht. Was ist denn hier los? Wo kommen denn die ganzen Sanddinger her? Ich meine, gibt's hier... Wie gesagt, wir haben doch keine Maulwürfe, die jetzt plötzlich überall Hügel graben. Und sagen, das ist aber mein Ausgang jetzt. Hm? Ja. Ja, ja, falscher Ausgang. Irgendeine bekannte U-Bahn-Station hier einfügen. Nein, ich wollte abladen. Enter zum Interagieren. Ja! Das war das falsche Interagieren. Cool. Oh. Ah, ich muss noch diesen einen Haufen da wegmachen. Wo ist eigentlich mein Tank? Wo? Ah, wo ist der denn schon wieder hin? Sag mal, was ist denn hier los? Ja. Muss ich ja alles selber machen. Incredible! Verfatz dich! Du auch. Komm, hopp. Wo kommt denn das auf einmal alles her? Kann doch wohl nicht angehen. Habe ich hier einen Zeitsprung gemacht? Alle bezahlen. Sprich, Aufgabenliste tanken. Sprich, Aufgabenliste Kasse, weil er Profi ist in der Kasse. Und der hier, der ist neu. Aufgabenliste reinigen. Also putzen tut Jan! Ansonsten George und Charlotte. Kein Problem, Leute. Dings hier. George kommt gleich und macht hier einmal die Kasse. Lasst euch nicht ablenken von Jan! Der muss hier putzen. Oh nein, wird von einem Mitarbeiter schon bedient. Komm, mach ich das auch mal. Ich muss Sprit bestellen, ich muss Sprit bestellen. Und ich muss Sprit nachfüllen. Lieferung, Kraftstoffvorrat. Wie viel Kohle haben wir? 610. 225! Heiliger! Ist das teuer! Boah! Leute. Und dann muss ich mir selber noch Sprit hier klauen. Kann doch wohl nicht angehen, das ist so arschteuer. So, mal schauen. Ja, nee, Facebook. Sorry, wollte ich nicht sagen. Ich wollte keine Werbung für Gesichtsbuch machen. Andere Seite. So. Das Ding ist so schwergängig. Und ich muss immer zu dieser dämlichen Sandkuhle da. Kann ich das nicht einfach da auf die Grabsteine kippen? Merkt doch keiner, ob da jetzt ein bisschen mehr oder weniger Sand drauf ist. So, gut. Dann wollen wir mal. So. Druck LMB umfallen lassen. Ja, umfallen lassen. Like a hot potato. Ich werde keinen Cent dafür bezahlen. Ach ja, unser komischer Geister-Elvis. Ja, ist ja gut. Sag mal, was macht ihr denn da? Oh, jetzt, das kann doch wohl nicht angehen. Was ist denn das hier? Hopp. Fahr. Du auch. Was hast du gemacht? Komm. Nein. Hopp. Ja, genau. So. So. X. Ich meine, wo kommt all dieser Sand her? Ich hab den da nicht hingekippt. Und ich habe nichts von einem Sandsturm mitgekriegt. Bin ich jetzt so blind? Ich habe echt nichts mitgekriegt, dass da irgendwo ein Sandsturm war oder so. Oh nein, jetzt fahre ich auch noch über die Gräber drüber.
Ich hoffe, ich habe jetzt keinerlei Grabruhe gestört oder so ein Quatsch. Gut. Aber ich sehe schon, wir sind hier am Ende. Das heißt, ich werde hier noch einmal abladen. So. Oh, er speichert auch gerade zufällig. Per Autosave. Und dann laufen wir noch einmal in den Laden. Ich fülle nur einmal kurz alle Regale auf, so eine Minute. So. Regal auffüllen. Zack, zack, zack. Regal auffüllen. Zack, zack. Regal auffüllen. Zack. Regal auffüllen. Zack, zack. Oh, sie haben alle Hüte gekauft. Bis auf die Alufolie-Hüte. So. Wir haben nur ein paar Alufolie-Hüte. Zack, zack. 5. 5. Ah, voll. 5. 5. 5. Voll. So, Spielzeug. Boah, zack, 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 zack. Und noch mehr Plüsch-Teddys. 5. 5. 5. Voll. Eis habe ich, glaube ich, auch gekauft. Ja, oh, da passt ja kaum was rein. Nein! Das gibt's nicht. Ich wollte gerade das geile Eis da reinpacken. Und na, was ist voll? 5. 5. 18. 5. Halt, Moment. 5. 5. Boah, wie viel passt denn da rein? Was ist das denn wieder für ein Gehupe hier? Hier hupt keiner. Hinten? Kraftstoff! Kraftstoff! Ich habe Herrn Mast ganz vergessen. Komm hier, ich drehe einmal am Rädchen für dich. Ja. Der äußert sich auch nicht mehr. So. Hier passe ich durch! Da passe ich durch! Aber hier vorne nicht. Also hier, pass auf. Pass auf, pass auf. Doch, hier passe ich durch. Hier passe ich aufsatzweise mal durch. Dachte schon, ich bin zu fett dafür. Ah, wie dem auch sei. Jetzt kriege ich auch noch eine E-Mail auf die Uhr, die vibriert und sagt, oh, neuer Twitch-Follower. Hallo Twitch-Follower. Falls du das hier bei YouTube siehst, nee, YouTube. Aber ich bin tatsächlich schon am Ende, denn wer hätte es gedacht, ich muss auch noch arbeiten heute. Schön in der Spätschicht. Quasi morgens, das ist auch lustig, morgens chillst du in der Tanke und arbeitest dort. Und abends arbeitest du dann nochmal in echt. In echt, ja, genau. So, wie dem auch sei, das war's für heute. Das heißt, wir sehen uns morgen wieder. Morgen gibt's noch einen Stream. Das heißt, für die Leute auf YouTube geht's sowieso morgen weiter. Und denkt dran, favorisieren, abonnieren, liken, auf Twitch folgen. Und wer auf YouTube schon abonniert hat, denkt dran, drückt die Glocke. Das musst du ja immer machen. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder bei Gas Station Simulator. Ich sag tschüss. Tschüss.